heute, der Tag danach. Ja, was haben wir gelernt? Wir können keine... was können wir eigentlich noch? Ne? Was können wir noch? Ja, Fußball spielen. Ja, das können wir. Elfmeterschießen können wir nicht. Eine Führung halten, das können wir auch nicht. Woher sollen wir das können? Haben wir ja nie gelernt, ne? Dann, was haben wir noch nicht gelernt? Arbeiten. Also was Airbnb da gestern für eine Aufgabe gehabt hat, das ist mir bis jetzt immer noch nicht klar. Auch in der Zusammenfassung, ich habe das nochmal geguckt, aber ich habe den Sinn dahinter, die Aufgabe, die er sich heute gestern gegeben hat, die habe ich nicht verstanden. Keinen Kopfball genommen, kein was weiß ich nicht genommen, dann noch unseren Torwart behindert. Das ist die geilste Sache, die du jemals machen kannst im 16er. Der Ball kommt, der Torwart verliert den Ball und du behinderst ihn auch noch dabei. Ja, so. Fangen wir doch mal damit an, dass wir dann auch in der Verlängerung wieder gar nichts hingekriegt haben. Weil Verlängerungen kannten wir nicht, kennen wir nicht. Sandhausen kannte das. Und Sandhausen hat so gespielt, wie ob sie das Spiel gewinnen wollen. Ja, was haben wir rausgekriegt? Ein Elfmeterschießen. Ja. 96 fängt an. Der erste Ball landet schon mal in der dritten Etage. Ja, das ist ja super. So fangen wir an. Super. Den ersten Ball schon mal gleich in die dritte Etage. Sandhausen kann's, schießt rein. Wir schießen dann komischerweise auch mal ein Tor. Haben aber immer noch das Problem, dass wir ein Tor hinten liegen. Oder einen Schuss hinten liegen. Heißt, wir müssten eigentlich einen Ball von Sandhausen halten, damit wir wieder Gleichstand kriegen von den Punkten her. Ja, nö. Warum sollten wir halten? Kennen wir nicht, haben wir nicht, werden wir nie kennen. Also, was machen wir? Lassen den nächsten schießen. Und der nächste Sandhausen-Torwart hält ihn nicht. Wir schießen rein, das ist gut. Sandhausen schießt aber auch wieder rein. Also, was machen wir? Ja, nichts mehr. Dann kommt der nächste Schütze. Wir schießen rein, Sandhausen schießt wieder rein. Dann kommen wir wieder ran. So, wir schießen, der Torwart von Sandhausen hält. Ja. Heißt, den zweiten Schuss von 96, zweiten Elfmeter ist gehalten von 96. So, weiter geht's. Sandhausen dran. Ja, was macht Sandhausen? Schießen rein. Natürlich war Sandhausen 4-2 weiter. Nach 3-3 nach 120 Minuten. Das ist doch mal stabil. Wobei ich dabei sagen muss, dass ich irgendwie mich gefragt habe, was diese Mannschaft eigentlich gestern Abend überhaupt noch machen wollte. Weil wenn ich schon... es ist in Ordnung, wenn mal ein Fehler passiert, ist das auch nicht das Problem am Spieltag. Jeder Mensch ist nicht unfehlbar. Das will ich gar nicht sagen. Aber wie dämlich und wie behindert muss das sein? Und Entschuldigung für die Ausdrücke, aber wie behindert musst du sein im Kopf? Ich weiß, dass dieser Spieler sich in den 16er bewegt. Und ich weiß, dass ich als Schiedsrichter Dennis Aitekin habe. Deutschlands besten Schiedsrichter. Und dass der das natürlich nicht unbeantwortet sieht, sollte mir auch klar sein, ne? Da halte ich den doch nicht, da kuschel ich doch nicht mit ihm bis in den 16er, bis er fällt. Natürlich fällt er dann. Ja, und Aitekin ist nicht doof und nicht blöde. Gibt den Elfmeter. Es gibt in der ersten Runde des DFB-Pokals natürlich keinen Videoassistent.
Deswegen zählt die Entscheidung, die der Schiedsrichter auf dem Platz trifft. Also natürlich Elfmeter. Wie doof muss man sein? Ja, die Abwehr möchte gern, dass der Schiedsrichter, dass der Ball nicht durchkommt. Ja, das kann man verstehen. Aber doch nicht so. Dann musst du das vorher schon aufbauen. Dann musst du das schon 20 Meter vorher klären. Oder zumindest so abwehren, dass das im Elfmeterraum gar nichts gibt. Wieder mal ein geschenkter Elfmeter, der nie nicht sein muss. Ja, wir hätten mit einem 2-0 in die Pause gehen können. Und durch so einen Fehler kriegen wir dann das 2-1 vor der Pause noch. Oder in dem Sinne für Sandhausen den Anschlusstreffer. Ja, und die haben natürlich Spaß, in der zweiten Halbzeit dann ein bisschen mehr daraus zu machen. Und wir haben irgendwie das Gefühl gehabt, dass wir defensiv spielen müssen. Oder wie? Ich habe mich phasenweise tatsächlich gefragt, wer hier Drittligist ist. Sandhausen oder 96. Ich war schwer davon ausgegangen, dass Sandhausen Drittligist ist und nicht 96. Wobei vom Spiel her würde ich vermuten, dass 96 in der dritten Liga spielt statt Sandhausen. Jo. Dass wir uns dann komplett nach hinten ziehen, ist mir völlig schleierhaft. Weiß ich nicht, was die Mannschaft da für eine Idee hatte. Ich glaube nicht, dass das die Idee von Stefan Leitl war. Und dann sagt Sandhausen natürlich, komm, dann spielen wir. In der zweiten Halbzeit haben das Platt dann komplett übernommen, weil wir auch komplett gar nichts mehr gemacht haben dafür. Ja, 2-2, dann haben wir das 3-2 gemacht. Übrigens, wenn man das in der Zusammenfassung sieht, auch schöne Tore von uns mal, ne? So aus 25 Metern schön hinten in die Ecke gelegt, ist auch kein schlechter Schuss. Aber es nützt ja nichts. Wenn wir nicht mehr machen als Sandhausen, dann hat Sandhausen gewonnen. Und das siehst du ja. Ne? Also, es hätte niemals in der ersten Halbzeit zu dem Anschlusstreffer kommen müssen. Es hätte in der zweiten Halbzeit dann sowieso ein anderes Spiel gegeben, weil mit einem 0-2 in die Pause zu gehen, ist etwas anders, als wenn du mit 2-1 in die Pause gehst. 96 hat dann, wie gesagt, den kompletten Spielverlauf an Sandhausen abgegeben und hat nur noch verteidigt. Nach vorne ging dann überhaupt nichts mehr. Jo, fertig. Ende. Endstand 4-2 nach Elfmeterschießen. 3-3 nach 120 Minuten. Vielen Dank. 96 in der ersten Pokalrunde raus. Damit brauchen wir uns schon mal gar nicht mehr damit beschäftigen. Das haben wir dann auch hinter uns. War eine kurze Pokalsaison. Hätte mich mal gefreut, wenn ich ein bisschen mehr davon erlebt hätte. Aber gut, macht nichts. Wir müssen jetzt dringend mal daran arbeiten, mal zu überlegen, was wir überhaupt noch so wollen. In der Liga sieht es ja auch nicht gerade schön aus. Erstes Heimspiel gegen Elversberg unentschieden. Ja, da haben wir noch Glück, dass wir noch unentschieden spielen, statt noch komplett zu verlieren. Ja, in Nürnberg, zweiter Spieltag, ja, auch nur ein Unentschieden. Auch wieder Elfmeter, ne? Verursacht. Wir sollten dringend mal daran erinnert werden, was der Strafraum überhaupt ist. Und vor allem Stefan Leitl sollte das mal den Menschen erzählen, die da so rumlaufen als Profispieler. Als nächstes ist jetzt Rostock, nächstes Wochenende. Ja, ist dann auch der nächste Hammer. Rostock ist vor allem zu Hause an der Ostsee sehr, sehr stark. Ist kein einfacher Spieler und kein einfacher Gegner. Mal gucken, was das wird. Bin mal gespannt.
Gut, das war die Spieltagsanalyse für das Pokalspiel gegen Sandhausen. Ich wünsche euch einen angenehmen Tag, eine angenehme Zeit. Vielen Dank fürs Zusehen. Liken, Follower etc., das wisst ihr ja selbst. Und wäre natürlich nett, wenn ihr das dann machen würdet. Auf Wiedersehen. Welcome to my party. We're just getting started. A life is a dream or a nightmare.